So, und damit herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, ich bin also wieder mitten in der Action. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen Material gesammelt und anderem, nämlich auch gleich noch ein Batterieladegerät gebaut. Ich brauche Blasenverschütter. Für Getränke, weil wir haben nämlich da nicht so viel. Wir müssen wieder so ein bisschen was sammeln, weil wir nämlich gleich die große Tour machen zum Alien-Artefakt. Das würde ich mir ganz gerne angucken. Du bleibst hier! Oh, noch ein Blasenfisch. So, Blasi-Blasi-Fisch. Blasi-Blasi-Fisch. Also mal so 4-5 Fläschchen Wasser sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Na komm, bleib hier, du Mistvieh. Bleib hier da! Wo war jetzt das andere Fischilein unten? So. Fischi. So, und dann müssen wir gucken. Also zwei Sachen stehen auf jeden Fall auf der Agenda. Wir müssen einmal das Alien-Artefakt holen. Oder was, da zumindest mal hindüsen. Und dann müssen wir nämlich nochmal gucken, dass wir ein bisschen Gold organisiert kriegen, damit wir eine Platine machen. Eine Platine sei schon so ein Chip machen können. Und dann können wir nämlich so eine mobile Einheit bauen. Und damit sollte es uns dann möglich sein, eigentlich sowas wie die Motte zu bauen. Die Seemotte, wenn wir das denn schon können. Glaube ich zwar nicht, aber dann hätten wir zumindest diese mobile Station. Ne? Ja, ich wäre schon mal super aus. Dann brauchen wir ja nochmal für die Motte selber nochmal ein bisschen Material. Ein paar tausend Titan und so weiter und so fort. Yeah. Oh, gehörst mir! Sehr schön. Und ein bisschen was zum Naschen noch mal irgendwie organisieren. Da, guck mal. Du gehörst mir. Du siehst lecker aus. Komm her, du. Ja. Hab dich gleich. Danke. Gut. So. Bisschen Wasser machen. Bisschen was zu futtern. Vollgeladene Batterien haben wir. Das ist gut. Das kriegst du schon hin, Muffy. So, und... Und zack. Noch ein bisschen Wasser. Bisschen Wasser organisieren. Zack. Müssen wir dringend was trinken. Und dann düsen wir gleich mal los. Bevor es wieder dunkel wird. So, ein bisschen hier noch. Ich bin sowieso noch voll gefressen, von daher ist es eigentlich noch gar nicht so dramatisch. So, das war's auch. Prima, sehr gut. So, dann düsen wir mal los. Ich schwimme noch ganz kurz rüber zur neuen Basis oder zur Lagerbasis. Und dann können wir uns gleich auf den Weg machen. 400, 500 Meter ist noch nicht so weit. So, Basis kennt ihr ja. Und da haben wir den Eingang. So, dann habe ich hier vorne nämlich schon mal die Spinnen hingebaut. Hier ein bisschen Material. Da haben wir ein bisschen Material drin. Wobei, hier habe ich jetzt nur die Batterien drin. Die lasse ich auch, glaube ich, mal drin. Und hier die Batterieladestation. Mega gut. So, dann kann ich das nämlich hier rüberziehen. Sehr schön. Sehr nice. Und das können wir, glaube ich, noch lassen. Ich glaube, ich lasse auch den Konstrukteur erstmal hier. Weil unterwegs was bauen werden wir wahrscheinlich eh nicht. Dann packe ich doch erstmal dich erstmal weg. Packe ich dich nämlich auf die 5. Die Sachen brauchen wir am ehesten. Den Gleiter brauchen wir. Zum Scannen, das können wir sonst hinten hinpacken. So. Sehr schön, dann können wir uns dann mal auf den Weg machen. Zur, wo war das jetzt da? Zum Alien-Artefakt. Und Gold natürlich. Schön wäre es, wenn dieses Scanner-Modul, wenn das da mit drin wäre, in diesem Gleiter hier. Das wäre super. Was haben wir hier unten noch? Was ist das hier? Mobile Fahrzeugstation, aber ich glaube, das haben wir schon alles gescannt, ne? Egal, das gehen wir mit. Dum 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 dum, 300 Meter.
Ist ja nicht so unbedingt die Weltreise, aber naja, man weiß ja immer nicht, was da passiert. Und ob wir noch lange tauchen müssen. Opa, was ist hier denn? Haben wir schon mal? Ja, wir waren schon. Oxygen. So, erstmal hoch. Noch eine Kleinigkeit trinken. Und runter. Hier drunter soll das sein. Ich glaube, wir müssen noch weiter nach da und... Da müssen wir runter. Alles klar, okay. Warning. Ja, 30 ich weiß. Seconds of oxygen remaining. Nice. Ich muss ja nur erstmal gucken. So. Schade, dass das Ding keinen Turbo-Modus hat. Einen schönen fetten Raketenantrieb. Ratz! Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Oh moin! Drecksau. So. Dann nehmen wir gleich diese Schwefelkristalle mit. Nee, du klaust mir nichts. Wo bist du? Ja auch schon mal. Das übrigens könnte Gold sein hier. Ist es aber nicht, natürlich, ist klar. Wo haben wir das? Das ist da in der Richtung. Da müssen wir hier irgendwie runter und da lang. Hier geht's runter. Ah. Moin. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja. What you found is more than just an artifact. It will help me follow the traces my people left on this planet. I'm glad I could help. I know you would still prefer me to have a corporeal form of my own. Well, Sauerstoff. Yes. If you continue searching, I may regain some of my connection to the network, piece by piece. Das ist blöd, ich komme da nicht runter. In der Zwischenzeit habe ich wieder alles verbraten. Oxygen. Bin noch nicht tot. Aber gleich. Ja, okay, gleich bin ich tot. Nein. Der Gerät sagt nein. Ah. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Jetzt geht gleich die Batterie aus. Ah. Aber das ist doch elend. Weil ich wieder so lange gebraucht habe. Ne, da geht's runter. Scheiße, da geht's auch runter. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ach Gott. Boah, ey. Und ich weiß ja auch nicht, was wir dann machen sollen. Ob wir dann das Ding scannen müssen oder so? Nicht zu fassen. Ja, geil, Rinsa, oder? Naja, das ist Skill. Ah.
trotzdem, das Problem ist. Na, mal gucken. Eigentlich brauchen wir dafür so ein Wegweiser-Dingens, was wir uns nicht gebaut haben. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Naja, ich weiß. Was bist du denn hier? Haben wir dich schon mal gescannt? Noch nicht? Sollten wir wahrscheinlich auch nicht tun am besten. Vielleicht trotzdem. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, da sollen wir besser nicht lang. Oxygen. Scheiße, jetzt könnte es aber passieren. Jedes Mal das Gleiche. Ich kenne mich ja. Genau der gleiche Gesichtsausdruck wie im ersten Teil auch. Wenn du gerade auf den letzten Millimeter noch gerade so die Luft gekriegt hast. Zweite Ersatzflasche Sauerstoff. Ja. Zweite Ersatzflasche Sauerstoff machen. Ja, das wäre die einzige Möglichkeit, weil stimmt, das ist natürlich eine richtig gute Idee. Ah, oh, das können wir natürlich machen, weil das ist jedes Mal wirklich so auf. Das ist wirklich mal jedes Mal so dermaßen eng hier. Na, 30 Sekunden, ne? 30 Sekunden O2 haben wir da. Das ist natürlich nix. Ah, fuck. Oh, das ist nervig. Schwefelkristalle, Gold. Ja, siehst du mal, wenigstens haben wir Gold. Scheiße. Das ist echt nervig. Ja, das wird so nichts werden. Das wird zu knapp. Das muss wirklich. Das Abtauchen, das muss wirklich zu 100% passen, sonst gehe ich da drauf. Scheiße ist das. Das heißt, wir müssen das ein bisschen abbrechen. Ich glaube, ich mache mal tatsächlich noch eine zweite Flasche, eine zweite Luftflasche. Und dann gucken wir mal. Also, wenn wir schaffen, wir das irgendwie noch so ein mobiles Gerät oder sowas zu bauen. Also sonst vielleicht mal so eine Art U-Boot oder so. Aber ja, fürs U-Boot, da können wir nicht mit dem U-Boot rein. Und für das andere, für dieses Aufwehrteil, brauchen wir nachher wieder auch Diamanten. Und Diamanten haben wir auch noch nicht gefunden. Wo wir wieder nicht hinkommen werden, weil wir dafür einfach zu tief sind. Ich glaube, Diamant, das war schon recht tief im Ozean. Also da kannst du wirklich nur mit einem normalen U-Boot hin. Glaube ich. Ich glaube, es war nicht wissen, aber... Oxygen. Ah ja, ist ja gut. Nein. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft ich in den Trümmern der Aurora ersoffen bin, ja. Nein! Nein! Und nein! Hier verrecke ich, weißt du, einen Zentimeter vor der Basis verrecke ich dann. Ah! Fuck! Annehmen. How do your people communicate if you are not Zuck? What do you mean? We just talk to each other. Do you not find that primitive? Batterie, eine Batterie nicht. Scheiße. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Alan. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private, and people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What do you mean by quiet? Imagine 1,000 strings. Each playing its own range of notes, none louder than the others. Each one builds harmony, a continuous thrum in the background of existence.
I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. Scheiße. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was er groß erzählt hat. Nur, dass alles ganz toll ist. Nicht. Ärgert mich jetzt tatsächlich. Vor allem so unnötig. Ich habe ja die Luke noch gesehen. Hat er gesehen, es wird knapp. Aber dann fehlt mir genau dieser eine Millimeter, der gefehlt hätte, um die Tür tatsächlich zu öffnen. Ohne Scheiße, ey. So ein Mist. Nein, hier wollte ich gar nicht hin. Hallo, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Achso, ich muss erst den Computerchip machen. Macht Sinn. Was fehlt mir dafür denn den Computer? Ach ja, Tischkorallen noch. Ah, die Tischkorallen fehlen ja auch noch. Muss ich nochmal wegen den Tischkorallen los. Oh Mann. Tischkorallen. Wo hatte ich den Tischkorallen gesehen? Und das Problem ist, mir wird gar nicht mehr angezeigt, wo dieses Artefakt gewesen ist, ne? Will mir das nicht mehr an... Weil ich das gefunden habe, ne? Das Artefakt. Und deswegen wird es mir nicht mehr angezeigt. Das ist ja auch ganz toll. Fuck. Pilotin, letzte bekannte Position. Ich glaube, das war in der Richtung. Oh. Das hat zum Mäusemelken. Ich habe auch keinen Kompass, wo man hätte mal gucken können. Hätte mir ja auch nichts gebracht davon abgesehen. Scheiße. Na gut, okay. Dann machen wir es jetzt mal anders. Wir gucken uns erstmal sonst eine zweite Flasche. Eine zweite Flasche. Das für Fasergewebe brauchen. Alles klar. Fasergewebe habe ich noch drüben. Dann machen wir uns eine zweite Flasche. Nee, 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 von der Pilote. Na, meine ich auch. Ja, darauf habe ich gewartet. Basis betreten. Darauf habe ich gewartet. Dass das was wird. So, Fasergewebe hatten wir hier. Nee, hatten wir nicht. Wir hatten Fasergewebe, hatten wir da. So. So ein Elend, ey. So ein motherfucking Elend. So. Bin ich schon drin? Dabukeng. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Herzlich willkommen. Gut. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal los. Futter sieht natürlich mies aus. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Bevor wir noch irgendwas verlieren hier. Das ärgert mich. Dieser unnötige Tod gerade. Das war nicht so schlau. So. Letzte bekannte Position. Da auf der Ecke muss es, war das. Alles klar, Morgane. Dann gutes Nächte. Schlaf gut. Das war ja aber auch nur 500 Meter weg. Oh, Scheiße, ey, dass auch die Markierung auch gleich weg sein muss, ne? Warning.
30 seconds of oxygen remaining. Oh, da können wir uns jetzt immer wieder eine halbe Stunde tot suchen. Hier waren wir auch nämlich noch nicht, meine ich. Oh oh. Nee, nee, ich hab nicht so das Gefühl, dass wir uns begegnen sollten. Scheiße, ey, das ist echt Mist. Wir hätten das mal markieren sollen. Wir hätten das mal markieren sollen. Guck mal im PDA. Okay, das ist noch eine Idee. Da können wir gleich mal gucken. Ich guck gleich mal im PDA. Vielleicht können wir ihn tatsächlich mal aktivieren, ja. Aber hier zeigt er den an. Also hier. Der Bauartefakt Nummer 3. Dann machen wir den mal in Gelb. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen besser. Landekapsel. Hat er den eben auch schon angezeigt? Hat er nicht angezeigt, oder? Wusste ich nämlich nicht, dass er es getan hat. Wie lange spielst du schon das Game? Jetzt so insgesamt nach Spielzeit? Stunde drei, vier Stunden. Wobei das letzte Mal habe ich das irgendwie vom Jahr gezockt oder so. Kurz nachdem Below Zero tatsächlich rauskam, haben wir es einmal angezockt. Und jetzt seit Freitag. Wieder ein paar Stunden. Mal wieder ein paar Stunden investiert. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja. Ich hab's gerade angefangen vor 10 Minuten. Ah, hey, dann wirst du sicherlich eine ganze Menge Spaß haben. Und vieles entdecken. So. Da war jetzt der Zugang, aber hier irgendwo, ne? Was ist das denn? Kreaturenei. Nee. So, da geht's auf jeden Fall runter. Okay, alles klar. Dann laden wir gleich nochmal ein bisschen auf hier. Der nächste Versuch. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Bist du? Nein, schon dieses Hin und Her so. Ne? Wir müssen uns unbedingt mal diesen Marker nochmal holen. Damit wir uns hier unten so die Areale so ein bisschen markieren können. Dieses Hin und Her Gedüdel. Das ist das, was Zeit kostet und Sauerstoff kostet. Ich hätte mir mal diesen Marker mal holen sollen. Was muss eigentlich da lang gehen, normalerweise? Geht das hier irgendwo runter? Ne, hier geht's, glaube ich, wieder zurück. Hier geht's, glaube ich, wieder zurück. Oder wir müssen da lang.
Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich Ja, hier geht's runter. Ja, sauber. So, einmal scannen. 5. Nein. Drecksack, verpiss dich. Och, er hat was mitgebracht. 30 seconds of oxygen remaining. Oh, cool. Dankeschön. Ey, cool. Danke. Ich habe ihn noch Drecksack genannt. So, was war das noch? Oxygen. Ja. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hoch. Ich bin gerade sowas von angespannt. Ich habe ihn noch beleidigt. Dann gibt er mir ein Häufchen Gold. Ja, so bin ich. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Aber wir haben es geschafft. Meine Fresse, Alter. Hast du den ersten Teil auch gezockt? Ja, aber nie bis zu Ende. Muss ich auch nochmal machen, irgendwie. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass die Storys nicht zusammenhängen zwischen den beiden Teilen. Also jetzt zumindest nicht so direkt. Meine Fresse, ey. Das war anstrengend. Das war anstrengend. Ich glaube, du kannst den Kobolden auch Fische schenken. Ja, das kann sein. Das können wir ja bei den anderen Kobolden gleich mal ausprobieren. Ich meine auch, man kann sich die... ich weiß nicht, ob man sich die erziehen kann oder ob man die irgendwie tamen kann oder sowas. Aber ich meine, man kann die sich halt zu Freunden machen. Das ja. Aber das können wir gleich bei den anderen Kobolden mal. Bei unserer Basis können wir das mal ausprobieren. Heilige Mutter. Gut, ich brauche jetzt mal, glaube ich, eine kleine Aufnahmepause. Also bis zur nächsten Folge. Subnautica, macht's gut. Bis dann. Tschüss.